Wir gehen rein, Freunde. Neues Video von Sascha Hellinger. Viele kennen ihn vom Kanal Unsympathisch TV. Und zwar hat er ein Format Mitarbeiter des Monats. Und da ist jetzt vor 2 Tagen ein Video online gegangen, was ich natürlich gerne mit euch schauen möchte. Und zwar Klettern auf 2800 Meter Höhe mit meinem Bruder. Was ist da los? Was haben die vor? Wir gehen rein. Und was hat's, wieso Mitarbeiter des Monats? Klettermitarbeiter? Ist Klettern ein Job? Herzlich willkommen in Andorra. Andorra? Warte mal. Andorra. Scheiße. Was ist das? Türkei? Andorra? Was? Andorra. 6 Länder, 6 Jobs, 1 talentfreier Mitarbeiter. Warum talentfrei? Oha. Er ist wirklich da am Klettern und Bergsteigen so mäßig. Vierter Job, viertes Land. Das Land war ja keine Überraschung mehr, nachdem Olli überragenderweise im McDonald's das gespoilert hat. Dafür aber war der... Wer ist Olli? Der Gast, der mit mir gemeinsam den Job ausübt, den vierten. Und wieso hat Sascha einen Polizeipullover an? Eine Überraschung. Was denkst du, wer ist da? Achso, hat der mal einen Gast bei diesem Format mit dabei? Ja, ich will ja keine Ahnung. Spanien, Frankreich, Gebirge, Andorra. Wo ist denn Andorra? Bin ich gerade doof? Fahne. Das ist ein Land? Naja, klar. Das ist ja ein Land. Das zwischen Frankreich und Spanien. Das ist ein extra Land? Was? Aber das ist doch gebirgstechnisch. Was sind das? Pyrenäen? Ja, doch, hier steht's doch. Pyrenäen, aber. Andorra. Okay. Von bis? Lazo? Lazo, ja. Hallo? Mein Bruder, Benny. Hat man den jemals gesehen? Sascha hat einen Bruder? Wusste ich noch nie von. Mein Bruder, Sascha. Mit Left-Lane-Pulli. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja, schön, dass du auch nochmal gesagt hast, dass ich dein Bruder bin, nachdem ich gesagt habe, dass du. Ja, ich wollte es nochmal sicherstellen, dass es auch jeder weiß. Achso, ja, okay. Ja. Aber man merkt direkt so ein bisschen, hat auch Sascha-Vibes, oder? So irgendwie so ein bisschen vom, wie er sich so verhält, vom Reden und so, merkt man, ist schon ein bisschen witzig irgendwie. Von euch beiden? Ich. War 4 Uhr, geil. 4 Uhr morgens, oder? Ja. Wow, gefühlt ja. 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, ich weiß, vielleicht war es auch 6 Uhr, zwischen 4 und 6 Uhr. Aber die Hauptsache ist doch einfach wieder im Auto, oder? Bis dato konnte ich es noch genießen, ja. Das Panorama. Oh, geil. Wie sehr würde sich Papa jetzt drüber freuen, mit uns hier wandern zu gehen? Vor allem hier erstmal schön der Skilift, oder was? Das würde den so freuen. Ja, das Problem ist, der wäre schon längst oben. Pater, ach, Bergführer. Ah, verstehe. Der Job ist Bergführer. Mhm. Ja, nicht Pole Dancing. Thomas hat auf den ersten Eindruck sehr kompetent eigentlich gewirkt. Wenn ich mir den Thomas anschaue, Thomas ist in der Blüte seines Lebens. Wer ist Thomas? Wir gehen. Ach so. Wir gehen, wir laufen. Ja, auf. Ich hol mal die Karte raus. Die Karte? Ach, du bist selber zum ersten Mal hier. Ja, genau. Also, das ist ja so, dass du dich gerne als Bergführer ausbilden lassen wollen würdest, genau. Du bist Bergführer. Also ich bin vor allem Reiseveranstalter. Ich organisiere Berg- und Trekkingreisen in erster Linie in Südamerika und eben auch in den Pyrenäen. Dass der Beruf so existiert, also okay, man kann sich... Ja, Moment, er organisiert die jetzt oder er ist da vor Ort und leitet die? Das ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du jetzt ein Reiseveranstalter bist, der quasi über Kontakte im Büro Sachen organisiert und online stellt und Mitarbeiter hat, oder ob du ein Bergführer bist und da halt hochkraxelst. Selbstständig machen für eine Gruppe, für Leute, die vielleicht die Spitze des Berges nicht sehen und vielleicht auch sich dann verlaufen auf dem Weg da hoch. Eine wichtige Sache ist dabei natürlich Karten lesen. Und dann können wir damit mal anfangen. Okay. Es wirkt jetzt nicht so, no front, dass er jetzt gerade so den Durchblick da hat. Mit der Karte. Seite suchen. Aha. Mit der Karte. Also, aber führen muss ja heute du. Von daher. Ach so.
Was? Ist irgendwie ein interessanter Vibe hier gerade. Thomas, der Bergführer. Uns alle? Ja. Stark. Ja. Du solltest ihm vielleicht erstmal zeigen, wie rum er die Karte hält, ne? Ja, ich wollte nur sicher gehen, ob er es auch weiß, wo oben und unten ist. Nicht, dass wir in die falsche Richtung laufen. Wir laufen. Nein, du musst erstmal den Berg hier. Du musst jetzt erstmal selber hier. Ich weiß, glaube ich, den Weg zum Hotel zurück. Ja, das ist relativ einfach. So, wir möchten auf diesen Berg. Victor Tösteiner, hier ist er wieder ein bisschen. Da müssen wir natürlich reingehen, was? Pickte was? Mach mal scharf. Pickte Tösteiner? Das will ich mir jetzt angucken hier. Pickte. Scheiße, wie heißt das Ding? Pickte Tösteiner, hier ist er wieder. Trista? Gucken, wo die hin wollen. Pickte Tösteiner, da wollen die hin. Pickte Tösteiner. Oh, sieht schön aus da. Oh, guck mal, das ist hier genau die Grenze zwischen Frankreich und Andorra. Okay. Ja, sieht ja erstmal ganz nice aus. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch mal ein bisschen checken, wie der Lachs hier aussieht da. Ja, ja. Ja, okay. Ja, Pferde haben die da auch. Schnee gibt's auch manchmal. Guckt mal hier. Ja. Aha, aha. Guckt mal, hier ist die Station. Und hier ist auch der Lift. Hier unten chillen die gerade. Ich sag's euch. Wir haben's. Aber wo ist das? Ah, hier, guck mal. Die sind wahrscheinlich hier am Lift irgendwo. Hier, da ist doch der Lift ungefähr. Sagen wir mal hier auf dem Parkplatz. Ich will mal ganz kurz checken. Nur mal Luftlinie. Das ist natürlich jetzt, ne? 3 Kilometer. Ja, gut, mit ein bisschen rumgekraxelt. Ja, ja, okay, okay. So, wir gucken weiter. Wir wissen, wo wir uns befinden. Bisschen anders geschrieben. Das ist wahrscheinlich deshalb, weil ich die Karte auf der französischen Seite gekauft habe. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich kann dir aber einen Tipp geben, wenn du die Schrift lesen kannst, dann hältst du sie richtig. Kommen wir dann hier an zwei schönen Seen vorbei. Ja. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Seen. Da ist das dann noch relativ flach und guter Weg. Und nachher geht es dann auch ein bisschen in die Felsen. In die Felsen? Damit das spannender wird. Ja, und wir sind jetzt hier so ungefähr hier. Das ist dieser Sessellift. Und dann kannst du mit der Karte mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Also Luftlinie bringt uns ja schon mal gar nichts. Nicht wirklich, nein. Nee. Aber wenn es jetzt nach meinem Gefühl gehen würde, würde ich da lang gehen. Erstmal ja. Einfach mal, genau, wir haben durchaus noch ein Stück auf der Straße. Ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Ja. Entschuldige. Ja. Wo sind wir? Wo wir gerade sind? Ja. Ungefähr. Er hat circa gesagt. Sag mal, hier ist unser Ziel. Und wo ist unser Ziel? Hier. Ja, okay. Wir laufen jetzt gleich am See vorbei und wir sind hier. Ich denke, das ist dieser Lift, das ist der größte. Und dann also du lagst knapp daneben. Ich lag Gold, richtig. Du warst gut. Danke dir. Gar nicht schlecht. Da war gar nichts, die Karte war einfach nur eine ganz normale Karte. Ich habe drauf gezeigt, vielleicht hatte ich auch Glück in dem Moment, aber so wie Thomas schaut, war der echt positiv überrascht. Er war auch positiv. Ich war ja dabei, ich habe es gesehen, du hast deinen Finger Punktlandung gemacht. Dankeschön. War super. Hat er gut gemacht. Natürlich ist es auch in Pyrenäen so, dass es sinnvoll ist, so langsam zu starten. Erstmal schauen, was geht, wie es läuft. Ja, jeder nur so, wie er kann. Du musst natürlich dann immer schauen, dass alle mitkommen. Oh, wir haben einen verloren, oder? Fragen, ob es allen gut geht. Und, natürlich. Nee, kann nicht sein. Du bist fit. Das ist keine Ahnung. Nee, bei Marc ist mir das sowas von egal. Soll er auf halber Strecke kriegen? Sascha hat nicht mal einen Rucksack auf. Bier. Den Berg, da blühe ich erst so richtig auf. Wer ist er? Ja, da gibt es Ausnahmen, klar. Also, wer solange das jetzt es gerade ging, war okay. Alles toll. Der Berg geht ja auch irgendwann mal hoch. Ja, der Berg ruft. Der hat mich die ganze Zeit gerufen, ich hab's noch nicht gehört. Ich fahre eher Ski, weil zum Wandern war ich jetzt schon lange nicht mehr. Für jemanden wie mich, der ja sonst eigentlich die meiste Zeit zu Hause sitzt im Schlafzimmer, am PC, ist das ja der Wahnsinn. Der nur den Sonnenuntergang sieht. Ja, ja, ich kenne das ja gar nicht. Ich kenne es nur sonst von Windows, wenn ich den PC starte, dass da vielleicht mal ein Anzeigebild kommt und es sieht so aus. Aber das dann in echt zu sehen, war schon schön. 100% war am Anfang dieses Wanderwegs erstmal so ein Schild. Ja, war herrlich. War super. Vor allem um 5 Uhr morgens. Die Ausrüstung ist speziell, ja. Welche Ausrüstung? Kameramann, ja, vielleicht was. Oh, da wollen die hoch? Da wollen die hoch? Vielleicht? Nee. Es ist auch wild, als Bergführer keinen Rucksack mit irgendwie Trinken und irgendwie noch so Sachen dabei zu haben. Ich weiß jetzt, warum die Wanderschuhe so viel Geld kosten.
Die sind ja überheftig. Also mein Fuß war noch nie so sehr Teil von meinem Bein wie gerade. Noch nie. Einfach mit Skischuhen da hoch. Das war der beste Kauf meines Lebens, die Schuhe. So mein Lieblingsprodukt, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Mit Sneakern wäre das nicht gegangen. Ah, schön Trailrunning-Schuhe und Abfahrt. Du musst leicht wie eine Bergziege sein. So geil. Ey, das ist auch für die Leute zu Hause wichtig, ne? Hier, Thomas, mein Bruder und ich, wir dürfen richtig Spaß haben. Benni hier mit 2 Stunden Schlaf, der kriegt das Grinsen nicht aus seinem Gesicht. Ihr seid die Dummen, die rennen müssen. Das freut mich. Kein Schlimmer. Wir sind hier gestartet. Mindestens sind wir hier. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wir sind schon hier, wo sich die Wege kreuzen, ne? Hier werden wir sein. Ja, bestimmt. Wir haben gut Meter gemacht. Ich muss es ja nicht wissen, du musst es wissen. Ich weiß es. Hä? Warte mal. Hier ist dieses Tal. Hier ist diese Liftstation, diese kleine weiße. Und hier ist dieses große dunkle Ding. Nee, doch passt. Ja. Hier ist dieses große dunkle Ding und hier ist das Weiße, auf die gucken. Und die sind gerade von hier und gucken runter. Ja. Hier sehe ich doch übrigens einen Weg. Hier, guck mal. Da kannst du auch hier lang. Hier steht es ausgeschildert. Sender de Eternes de Tristania. Läufst du hier lang. Bup. Immer dem Ziegenpfad nach. Hier über die Brücke. Merkt euch das, über die Brücke. Da kommt gleich die Aufnahme, wenn die hier dran sind. Ja, und dann gehen die hier den Ziegenpfad hoch. Hier, siehst du? Hier einmal übers Schotterfeld und dann hier rauf. Nee, passt. Schön, hä? Irgendwie, dein Bruder glaube ich irgendwie so vom... Ja. Chill ich erstmal mit Jeans da hoch. Der so aussieht hier in den Bergen. Ja. Aber dir, Sascha? Gibt's irgendwie eine Optik, die man jetzt als Bergführer braucht, oder? Wie sieht so ein Bergführer eigentlich aus? Als Bergführer, du brauchst blau und rot. Optional orange. Du brauchst ein Seil Helm, schnelle Brille, Rucksack. Du musst, den Drip musst du haben, sonst bist du kein Bergführer. Ja, ich finde eigentlich, du solltest schon wie Thomas. Ja, Thomas sieht zu. Hat er da hinten einfach ein 3-Meter-Baguette im Rucksack? Pass aus, ja, ne? Thomas sieht aus, als wäre er dafür geschaffen, geboren. Ich glaube, Thomas wurde tatsächlich... Thomas sieht aus wie ein Bergführer? Weiß ich nicht, ob Thomas so aussieht wie so ein klassischer Bergführer. Ist ja auf dem Berg geboren. Gezeugt? Nee, ist gezeugt? Ist gezeugt der Akt oder ist gezeugt das Rauskommen? Ich glaube, gezeugt. Ist der Akt oder nicht? Der Akt, ja. Ja, dann glaube ich es nicht. Würde ich ihn jetzt aber auch äußerst ungern fragen. Soll ich ihn fragen? Ich kann für dich fragen. Bitte. Fühl mal an. Thomas! Ich habe mal eine sehr persönliche Frage. Wenn ich Benni beschreiben müsste, für die Klarstellung mancher Fragen, dann auf jeden Fall selbstbewusst. Und du ziehst es auch einfach eiskalt durch. Eine wirklich sehr persönliche. Also wir haben gerade beschlossen, du siehst so aus, als wärst du für den Berg geschaffen, geboren. Ja, das ist ungefähr so. Und bei uns kam jetzt die Frage auf, bist du auch dort gezeugt worden? Also, das ist ja eine Frage, die stellt man ja sonst nicht jemanden, den man vor einer halben Stunde kennengelernt hat. Am Berg? Nein, ich bin ja in Ostwestfalen gezeugt und aufgewachsen. Und gezeugt worden, ausgewachsen. Ich freue mich, dass mein Bruder da ist. Das Eggegebirge und den Teutoburger Wald jetzt als Hochgebirge bezeichnet, wird das natürlich passen. Okay. Aber, ja, weniger. Ich meine, also der Fellmars Tod bei uns, da ist bei uns direkt in der Nähe, der hat 468 Meter. Und auch das Sauerland ist nicht weit weg. Ah, hier haben wir den ersten See. Es wird tatsächlich nochmal zwischen Berg und Wanderführer unterschieden. Naja, das ist ja klar. Gebirge am Berg, das ist schon noch was anderes. Ja, ach, ich dachte, du meinst wirklich den Kleinen hier. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Lass das Thema beenden und das einfach vielleicht zu zweit jetzt sagen. Wenn Thomas etwas wäre aus der Natur, dann wäre Thomas ein Berg. Ja, vielleicht. Tierwelttechnisch haben wir hier keine Konkurrenz, keine Gegner. Kein Bär, kein Wolf. Im Gebirge, lol. Da müssten wir. Da ist der Bergbär unterwegs. Andere Seite über den Pass fahren Richtung Axle-Therm, Orlu, da gibt es ein Wolfsgehege. Gemsen, Murmeltiere zum Beispiel ist relativ wahrscheinlich.
Da das wettermäßig ja eigentlich noch viel hergibt für die, könnte ich mir vorstellen, dass hier noch ein paar rumlaufen. Das ist schön. Die ersten paar Meter, natürlich ging es da ein bisschen berghoch, aber es war noch, die Stimmung war gut. Wir dachten, okay, oder ich dachte zumindest, das ist jetzt ein entspannter Berg. Heute wird einfach ein schöner Tag in der Natur, bisschen frische Luft. Aber als wir dann bei diesem... Da sehe ich doch die Schilder da unten. Das ist doch alles ausgeschildert, da kannst du bestimmt hochlaufen. Guck mal, hier sind sogar die gelben Wandermarkierungswege. Da brauchst du ja gar keine Karte, da kannst du einfach hoch. Wir kamen und das erste Mal so um die Kurve den Berg gesehen hatten, die Spitze, wo wir hoch müssen. Achso, da musst du hoch, stimmt. Da wusste ich. Das wird spannend heute. Ich dachte, der erste Berg sei der Berg. Also mit Schnee haben wir, überhaupt keine Probleme. Ja. Das ist der hier. Part 2, der Berg. Den müssen wir überqueren. Warte mal. Da geht's hoch? Ja, da geht's hoch. Dann, wir gehen auch den gleichen Weg dann wieder runter, weil wir müssen ja wieder zum Auto. Man könnte ins Nachbartal absteigen, aber ja, das macht ja jetzt wenig Sinn. Ja. Wir dachten, wie gesagt, wirklich, wir haben einen entspannten Ausflug. Wir sind quasi schon da. Und dann zeigt er nach da oben. Ja. Und ich sehe ja auch keinen Weg. Also, da ist kein Weg. Ja, da war kein Weg. Klar, man sieht nicht nur, sondern es war auch kein Weg. Sascha, machst du dir gar keine Sorgen? Safe ist da ein Weg hoch. Da, ja, natürlich. Klar. Ist doch Bergführer, oder? Ja, da gehen wir jetzt hoch. Aber ich kann dir, Bruder, eins kann ich dir sagen, Bruder, jetzt. Murmeltiere werden auf dem Berg gezeugt. Bist du dir sicher? Sicher. Ich dachte, die werden hier hochgebracht. Ja, mit dem Helikopter. Sascha geht da einfach so lang, als würde er so durch die Stadt spazieren. Durch den Stadtpark eine kleine Runde drehen. Kleines Cap hier an der Seite. Die gute alte Tageszeitung in der Hand. Finde noch so eine Latte Machado in der Linken. Ja, trinken auch dabei. Sascha ist halt Minimalist, der geht da ohne was hoch. Übrigens, Freunde, wie war mein Call vorhin? Pass auf. Hä? Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt? Wo ist er? Hier. Die Brücke. Die allerechte. Aha. Oh, warte, da sind sie gerade zwischen zwei Seen lang, oder was? Tja, keine Ahnung, wo das gerade war. Oder es könnte auch die Brücke gewesen sein. Man weiß es nicht. Lol, jetzt muss Sascha einfach noch einen Koffer tragen vom Kamerateam. Oh, ich kann mir richtig vorstellen, wie das hinter der Kamera abläuft da fort. Boah, zum Glück habe ich da meine Erfahrung gesammelt und mach's was nicht mehr, ey. Wirklich. Und Sascha, wie schlägt sich der Thomas so, dein Lehrling? Der Thomas ist super. Was hat denn da Thomas Sascha eigentlich am Finger? Ist super. Hat er sich geschnitten? Super fokussiert auf seine nächsten Schritte. Der Thomas bringt viel Wissen mit über die Tierwelt und generell über die Natur. Man könnte fast meinen, Thomas macht es nicht zum ersten Mal. Doch, das ist schon so. Deshalb bin ich auch so schwach und langsam. Ja. Also ich will jetzt Thomas nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob Thomas der richtige Mann ist für eine Bergführerausbildung. Aber ich weiß es auch nicht. Es ist nur so ein Bauchgefühl. Vielleicht ist es auch das Video, was mir dieses Bauchgefühl vermittelt. Aber so richtig kaufe ich das noch nicht ab. Na, irgendwann. Ich bin gespannt, wann wir den ersten zurücklassen müssen. Ja, irgendwann nach... Was läuft da ab hinter der Kamera, Fritz? Stress mit Laufen plus Film? Ach, das ist... Also ich spreche jetzt nicht für das Video hier, sondern ich spreche nur für Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Das ist halt die ganze Zeit, nee, Pause, warte, die Akkus sind alle, ja, nee, wartet mal, könnt ihr mal da hoch nochmal gehen? Ich muss nochmal das Objektiv wechseln. Ja, wartet hier nochmal, 10 Minuten, dann kraxelt ihr da hoch. Ja, kommt jetzt mal hier an mir vorbei. Ja, okay, scheiße, ich habe den Fokus nicht. Könnt ihr nochmal runter? Geht nochmal an mir vorbei. Ja,
Okay, alles klar. Ja, wartet mal da vorne. Kann hier irgendwer den Koffer mal nehmen? Scheiße, jetzt ist mein Objektiv schon wieder beschlagen. So, das ungefähr ist so 80% der Zeit. Und du wartest die ganze Zeit nur und du kommst nicht voran. Und nee, jetzt müssen wir hier und jetzt müssen wir das. Und denkst dir so, Alter, kommen wir, Alter, gehen wir jetzt hier mal lang oder was machen wir hier? Drehen wir hier gute Zeiten, schlechte Zeiten? Das ist halt alles komplett, das, nee, ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das wirklich nicht mehr. Ich habe das zu oft in meinem Leben gemacht und ich bin da raus. Vor allem, wenn du dann noch Kameraleute hast, die überhaupt nicht auf so einen Dreh eingestellt sind und dann kommen die da an mit Zeug, wo du denkst, ja, damit willst du jetzt hier lang. Mit dem Zeug und mit dem Rolli-Koffer. Ach komm, hör auf. Nachdem wir so den Berg wirklich erreicht hatten und die ersten Meter des wirklichen Berges hoch sind. Wie gesagt, es hat jetzt nichts mit dem Video zu tun, das ist nur meine persönlichen Erfahrungen in dem Bereich. Mir auch aufgefallen, dass du tatsächlich einfach nur noch viel standest. Nee, ich bin noch voll dabei. Das ist alles nur Schauspiel. Wer erst da oben ist? Ich wollte da oben ankommen, ich wollte es euch beweisen. Auch wenn ich schnaufe wie ein Fisch. Hat doch Sascha jetzt den Rucksack. Am Trocknen, aber... Ich weiß nicht, ob das so... Was? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich biete euch beiden komplett private Touren an. Egal, wo ihr hoch wollt. Sascha, einfach Maschine. Mit Rucksack. Aber wenn du jetzt gerade ein Lied nehmen müsstest, an was du gerade so spontan denkst, welches ist es? Killing Me Softly. Oh. Ja. Killing Me Softly. Schön. Ich habe gelogen. Mir ist bloß kein Lied eingefallen, wo Killing Me Softly, das dauert ja. Das muss jetzt gleich schnell gehen. With this song, telling my whole life, killing me softly. Endlich hat sich mal das ausgezahlt, dass Papa mich in die Gesangsschule geschickt hat. Du warst in der Gesangsschule? Nein. Ich sag's dir, Marc, seine Kameraaufnahmen von der Reise sind nur verwackt. Reisegruppe Sonnenschein, Alter. Übrigens zum Thema Wege und so weiter, ne? Hier siehst du die gelben Punkte für die wunderschöne Wegmarkierung. Das ist halt eine Sache, da müsste man mal drüber sprechen. Es geht doch um die Bergführerausbildung. Ich habe das Gefühl, das wird hier nicht ganz so ernst genommen. Nur aus der Puste ist. Zum Glück haben wir Leander noch. Leander, ich vergesse. Weißt du was, ich mache jetzt immer nur Pausen, wenn er gerade nicht filmt, hä? Na komm, jetzt überhol mich. Warte mal. Benni, hast du dich nicht mal? Hab ich nicht mal. Mit einem Auto dich überschlagen, weil du mit einer Frau rumgemacht hast während dem Fahren? Physikalisch hat es funktioniert. Ich habe es geschafft. Weiß auch nicht. Jugendliche Leichtsinn. Hat man halt gemeint, man kann Auto fahren und dabei gleich die Frau beglücken. Dann hat der Wagen halt einen kleinen Purzelbaum gemacht. War allerdings auch auf einer geraden Strecke. Die Story feiere ich irgendwie. Ja, dann. Und ich glaube, das ist nicht mal deine schlimmste Geschichte. Was ist meine schlimmste? Ja, dass Mama und Papa mal zur Schule kommen mussten. Ne? Weil du so dünn warst und du in der Schule gesagt hast, du kriegst nichts zu essen zu Hause. Ja, macht man so, oder? Bist du nicht auch mal auf der S-Bahn gesurft? Ja. Benni hat alles mitgenommen. Läuft. Hälfte haben wir. Hälfte haben wir. Ja, ein Drittel. Ja. So ein Arsch. Sorry, Thomas, das war nicht so gemeint. Na, ist schon okay. Und da muss ich noch mal hinzufügen, zu dem Zeitpunkt sind wir immer noch lange nicht an der Spitze dran. Lange nicht. Wir sind da noch ewig gelaufen. Das war wirklich erst der Anfang. Aber wenn ich das hier anschaue, schau mal da hoch. Ja. Jetzt würde mich mal wirklich interessieren, wie viele Kilometer und wie viele Höhenmeter das Ding hat. Andorra oben links im Knick. Da haben wir nämlich den kleinen Schlawiner schon. So, als Ziel festlegen. Und die sind gestartet hier unten am Parkplatz. So, die sind wahrscheinlich aber eine andere Route gelaufen. Wahrscheinlich eher so hier lang, schätze ich mal. Hier über die Brücke rüber, sagen wir mal so. Gibt hier mehrere Routen. Aber da sind wir bei, sage und schreibe, einer Laufzeit von 2 Stunden 14, 4,2 Kilometer und satten 620 Höhenmeter. Okay, der war fies, komm. Der war fies. Er war fies, gebe ich zu.
600 Höhenmeter, sorry, aber okay. Ja, 600 Höhenmeter ist schon ein bisschen sweet irgendwie, ne? Und da muss man den halt irgendwie kriegen. Ich schaff das schon. Also ist schon. Hier würde ich jetzt sagen, könnte er sich so lange hinsetzen und warten, bis wir wieder runterkommen und dann mit uns runtergehen. Naja, wegen den Kameras die doppelte Strecke. Na, erstens musst du ja wieder runter, das ist ja klar. Aber definitiv mit den Kameras da hoch und dann nochmal filmen und hier nochmal hinstellen und ich gehe nochmal drüben ins Grüne und lauf nochmal über die Brücke rüber und so weiter. Das zieht sich schon, ja. Nein, da hatte ich echt mir überlegt, ich bleib hier sitzen. Ja, es ist schon eine Art Everest-Besteigung auch. Es ist schon unmenschlich, was da gerade vollbracht wird. Nee, was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt, es geht ja eigentlich darum, um in diesen Job reinzuschnuppern als Bergführer. Tatsächlich habe ich jetzt aber in den 16 Minuten 17 nichts über das Thema eines Bergführers gesehen und mitbekommen, oder bin ich doof? Also, was macht ein Bergführer? Was ist deren Aufgabe? Wie macht er das? Thema Gelände, Beschaffenheit, was kommt wie wo? Ausrüstungscheck, Check der Gruppe, keine Ahnung, Routenplanung, Wetterplanung, eventuelle Notfallkommunikationsmittel, oder? Also, es ist ja nichts bisher, ich will jetzt nicht schlecht reden so, aber es hat ja nichts gerade mit dem Bergführer zu tun, oder? Also eigentlich treffen die sich ja nur mit Thomas und gehen kurz, also gehen, machen eine Halbtagestourwanderung, oder? Aber mit Bergführer und Bergführerausbildung hat das ja gar nichts zu tun. Also und wenn einer so verletzt ist, dass er nicht mehr runter kann, müsste ich halt einen Hubschrauber rufen. Hat ja funktioniert, nicht? Ja. Aber kein schöner Anblick. Ich schaff das. Ja, irgendwann hat sich der Berg dazu entschieden, dass man wirklich nicht mehr laufen kann. Du kannst da nicht mehr hochlaufen. Du musst jetzt anfangen zu klettern. Safe hättest du halt einfach auch einen der Wanderwege nehmen können, die sich hier überall befinden, ohne zu klettern. Kein Ding, ist ja alles voll. Gibt 1, 2, 3, 4 mit Abzweigen, die da hochgehen. Aber ich denke mal, fürs Video sollte nochmal eine kleine Klettersession kommen, was ja auch völlig okay ist. Aber die Aussage, dass man auf diesen Berg halt nur raufklettern kann, mit einem kleinen Augenzwinkern zu betrachten. Thomas, der alte Extremkletterer. Ein gemachter Bergführer. Für den war das nichts. Für den war das einfach jetzt mal nebenbei. Chillig halt als Kameramann erstmal da hochkraxeln mit nur einer Hand. In der anderen ist halt die scheiß Kamera. Die haben auch gar keine Rucksäcke oder irgendwas bei. Mal irgendwie noch eine Regenjacke, was zu trinken. Scheiß drauf. Da geht's einfach hoch mit der Jeans. Mit der Jeans sitzt er hoch, Kamera in der Hand, nochmal einen Ersatzakku in der linken Hosentasche, Abfahrt. Da wurde fürs Team auch mal ein Rucksack mitgenommen. Wir haben drei Kameramänner, kann das sein? Ich hab das Gefühl, du weißt nicht so richtig, wie weiter, oder? Nee. Das Ding ist halt, wenn du hier abgehst. Dann liegst du unten. Sascha, wie kann das sein, dass du hier so hoch gehst wie nix? Er ist ein Macher. Du gehst hier hoch, als wär's nix. Gute Schuhe. Sascha ist ein Macher. Ein Allrounder, Kategorie B zum Beispiel. Warte, was war das? Du gehst hier hoch, als wär's nix. Gute Schuhe. Erstmal geiler Style. Feier ich irgendwie?
Speziell aber feiere ich, auch mit dem Pornobalken, die Brille dazu, Cap auf lässig nach hinten, dann dieser Pferdeschwanz mit diesen, hier, mit diesen speziellen Haarbändern da, mit diesen geringelten. Julian, Survivalist Kategorie Alpha. Auch stark. Wahrscheinlich waren die vorher noch im Globetrotter, haben da noch ein bisschen gedreht und sich Schuhe eingekauft und schneiden das halt so ein bisschen rein. Ne? Rounder Kategorie B zum Beispiel. Ohne Schuhe der Kategorie B wäre ich wieder im Tal gelandet danach. Deswegen. Aber ein B-Schuh ist ja noch entspannt. B ist doch noch, B ist doch, oder bin ich jetzt doof? Oder Leute? B ist doch noch halbwegs weich. D sind doch die ganz harten. D sind doch die knüppelharten Schuhe, die noch steigeisenkompatibel sind, oder nicht? C ist so ein Zwischending, ist aus der ersten Folge. Ah, okay. Aber B ist, glaube ich, noch halbwegs entspannt. Gegen Julian, wenn du das siehst, bester Verkäufer. Ja. Wow. Eine Bergziege. Guck mal hier, das ist, guck mal hier, zack. Ja, was willst du denn? Oh. Ha? Mit Kniescheibe sogar, hä? Ja. Der Berg ist wie eine Frau. Oh. Jetzt komm, bring ihn. Ja, ich bin still. Nee, komm, jetzt wollen wir ihn hören. Jetzt wollen wir ihn hören. Komm, bring ihn. Komm. Thema Frauen ist kritisch bei mir. Weiß ich nicht. Ja. Bei mir auch. Nee, sag doch sowas nicht. Verdammt. Weißt du, das war voll kritisch. Kann natürlich sein, dass dann... Hey, ich dachte, jetzt kommt was. Der Berg ist wie eine Frau, weil... Ja. Ein paar Angebote kommen in den Kommentaren. Ja. Für dich. So wie du hier den Berg hoch... Wie so eine Gazelle, gell? Ja, ich weiß. Kann schon sein. Sag mal. Eine Sexgazelle. Hast du... Eine Sexgazelle? Hast du das jetzt wirklich gesagt? Hast du jetzt wirklich Sexgazelle gesagt? Camilla, jetzt mal eine Frage. Oh nein. Bin ich eine Sexgazelle? Camilla? Schreib's in die Kommentare. Was wär's denn jetzt Camilla? Ist da noch eine Redakteurin vielleicht mit dabei? Frage. Oh nein. Bin ich eine Sechs? Hast du jetzt wirklich Sexgazelle gesagt? Camilla, jetzt mal. Wer ist denn jetzt Camilla? Ich sehe gar nicht mehr durch. Eine Frage. Oh nein. Bin ich eine Sechs? Seine Frau, denke ich. Ach so, seine Verlobte. Ach so. Gazelle? Schreib's in die Kommentare. Ach so, und sie soll es in die Kommentare schreiben. Oh, ich stand ja gerade komplett auf dem Schlauch. Ja. YouTube-Channel. Sexgazelle. Oh, hat sie es reingeschrieben? Besteigt den Berg. Ich bin dabei. Naja, okay. Mit Berg meinst du ja sowas wie hier Berg, oder? Nee. Oh. Was hast du gedacht? Der Berg ruft. Lauf nicht davon, ich hab noch so ein paar Geschichten. Ey, Thomas, ich sag dir ehrlich, ich gehe lieber den Berg hoch, als oben angekommen zu sein. Mit Höhenangst ist es jetzt echt nicht so geil. Nicht? Boah, ist schon hoch, ne? Oh mein Gott. Aber Höhenangst kannst du auch erst haben, wenn du oben bist. Darfst nur nicht runterschauen. Aber sieht schön aus da oben, gefällt mir. Finde ich geil. Ist nice. Endlich oben angekommen. Es war einfach, wie soll ich sagen, ich war stolz, dass ich oben war. Ja. Ich war stolz, dass du oben warst, dass wir es zusammen da hoch geschafft haben. Ja. Und es war mir eine Ehre. Thomas? Ja? Benni? Ja? Wir haben's. Ach, warte mal, da ist sogar sowas. Ja. Nee, 2878 Meter. Super. Danke fürs Hochbringen. Ja. Gut gemacht. Hey. Ich bin stolz auf dich, dass du mit mir mithalten konntest. Hey. So, die Ausbildung zum Bergführer ist damit erfolgreich abgeschlossen, oder wie? Oh Gott. Dankeschön, war super. Aber jetzt mal auch ganz ehrlich. Ja. Ich sag's euch jetzt, wie es ist. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, wie es ist. So schwer ist das alles nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Man hat ja vielleicht während den Aufnahmen gesehen, da hat ein Baguette hinten rausgeschaut die ganze Zeit. Das wurde halt mit hochgenommen, dass wir auf 2878 Meter das Baguette feierlich halt teilen konnten. Hat jemand Bock auf ein Baguette? Nicht so richtig. Ja. Nee, stark. Wie weit man sehen kann? Ich glaube 20. Da muss ich jetzt an den Song von Bushido denken, Brot brechen. Oder? Hieß der so? Oder war das nur so eine Zeile? 24 wird das Jahr für uns beide werden, Bruderherz, wo wir für dich zu Julian gehen und dir erstmal Schuhe holen der Kategorie 2 B
B. Ja. Dann packen wir den Thomas ein. Und dann heißt es nur für uns Kilimanjaro. Kilimanjaro. Kilimanjaro ist halt leider auch eine reine Touri-Tour, ne? Du kannst da ja gar nicht alleine hoch. Ich hatte ja schon mal geguckt, weil es natürlich ganz spannend ist irgendwie. Ich glaube, höchster Berg in Afrika, über 5000 und so weiter. Aber du kannst da faktisch halt nicht einfach eine Tour hochmachen. Geht nicht. Sondern das ist halt alles komplett reglementiert mit Guide und irgendwelchen Firmen und hast du nicht gesehen. Das ist kompletter Müll. Also das holt mich irgendwie nicht ab. Bestimmt krass und sieht auch cool aus und so weiter, aber es ist halt komplett rein kommerzialisiert, auf Tourismus ausgelegt und du hast keine Möglichkeit, es quasi selber einfach so zu machen. Geht nicht. Und dann reizt mich das irgendwie auch nicht. Ja. Weiß ich nicht. Davor hatte ich dann auch noch Angst. Ja, Mandy, willst du noch schon mal vorgehen? Ja, wir sehen uns dann. Ihr macht ja noch so eine halbe Stunde Pause, oder? Ja. Oder jetzt sag ich ganz ehrlich, ich bin super stolz auf dich. Also, auch mit Kameras zum ersten Mal alles gemacht. Mensch, haben sie aber hier ein bisschen was vom Brot gegessen und jetzt geht das wieder mit runter. Aber du bist echt super angekommen. Also wirklich, ja? Ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt runter. Auto. Barcelona. Barcelona? Okay. Komm mir auf Barcelona. Keine Ahnung. Ich hab keinen Bock mehr. Hä, hey, voll geil. Guck mal, da müssen die jetzt am Pennt doch da auch mal eine Nacht. Bisschen Biwak-Gipfel hier. Übergeil. Ich kann nicht mehr. Dann war ja das Gute für Benny. Benny durfte nach Hause. Für uns ging es weiter. Der nächste Job. Und der nächste Job, den ihr mir rausgesucht habt, der war... Ach so, hat Sascha das alles in einem Run gemacht? Kann das sein? Ist das so, dass er die alle hintereinander weggemacht ist? Hinter weggemacht hat? Da ist nichts passiert. Einfach nichts. Hä? Ach so, sein nächster Job ist Butler, oder was? Ja. Nee, das klingt nach einer super spannenden nächsten Folge, in der nichts passiert ist. Cool. Ich bin 10 von 10 verwirrt. Ja, das war noch ein Video von einer schönen Tageswanderung in den Pyrenäen. Daumen nach oben, schaut gerne beim Kanal von Sascha vorbei und abonniert ihn. Ich habe ihn noch gar nicht abonniert, siehst du? Zack, ein Abo mehr. Hat sich doch schon mal gelohnt, die Reaction.